Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Autismus Kompakt, dem Podcast mit Timo Warnholz zum Thema Autismus-Spektrum-Störung. In diesem Podcast möchte ich euch einfach und unkompliziert erklären, wie Autismus funktioniert, mit allen Symptomen und Verhaltensweisen und was noch dazu gehört. Wir werden uns in jeder Folge mit einer speziellen Frage beschäftigen und uns diese anhand von fachlichen Hintergründen, aber auch von vielen Beispielen aus der Praxis erklären. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr hier seid und deswegen legen wir jetzt auch einfach mal los. Ja, und so soll es sein. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Autismus Kompakt und heute geht es um den Geschmackssinn. Ich habe ja in den letzten Wochen viel zum Thema der Sinneswahrnehmung gemacht und das wäre jetzt so der nächste große Sinn, der heute ja Sinn ergibt, könnte man sagen. Zum Geschmackssinn ist Folgendes zu sagen. Der hat natürlich eine gleiche Basis, könnte man sagen, wie der Geruchssinn. Denn hier geht es ja darum, chemische Stoffe quasi wahrzunehmen. Und das sind oft bei Essen natürlich dann auch nicht nur der Geschmack, sondern auch der Geruchssinn. Da gibt es ja eine ganz starke Verknüpfung und die ist ja sehr, sehr alt. Denn es geht ja darum, dass wir immer auch das, was wir essen, gleichzeitig riechen, damit wir uns nicht vergiften, ne? Also damit wir keine verdorbenen Sachen essen. Und das war früher natürlich eine viel größere Gefahr vor hunderten, tausenden Jahren, als es jetzt der Fall ist. Heute haben wir natürlich auch andere Möglichkeiten, Lebensmittel zu kühlen und herauszufinden, wie lange die haltbar sind. Das ist ja heute nicht mehr so das große Problem. Ja, der Geschmackssinn hat natürlich auch im Bereich der Autismus-Spektrum-Störung seine Besonderheiten. Und da ist einmal nennenswert, dass natürlich, wie in allen anderen Wahrnehmungsbereichen, hier auch wieder das Thema ist, dass Menschen eventuell in diesem Bereich über- oder unterempfindlich sind. Und in diesem Podcast hier wollen wir uns heute mal angucken, ja, wodurch man das erkennt und wie man da vielleicht auch ein bisschen unterstützen kann. Also kleiner Tipp für die Eltern und die pädagogischen Fachkräfte unter euch, der für den Alltag vielleicht ganz sinnvoll ist. Also, wir fangen an mit der Überempfindlichkeit. Und da ist es so, dass wenn wir Menschen beobachten, die gustatorisch, heißt das, überempfindlich sind, dann nehmen wir Folgendes bei denen wahr, nämlich, dass die sich ganz viel darüber beschweren, dass Essen zu scharf oder zu versalzen oder zu sauer oder jetzt Obacht sogar zu süß ist. Und das ist ja gerade für Kinder gar nicht so typisch, dass sie sich darüber beschweren, dass Essen zu süß ist. Und wenn das aber dauerhaft in einer ganz starken Intensität und Wiederholung stattfindet, dann können wir ein bisschen berechtigt den Verdacht heben, dass es hier eine Überempfindlichkeit gibt. Ja, und das bedeutet dann, dass es für die Menschen, die damit unterwegs sind, ein kaum zu ertragenes Feuerwerk an Geschmackserlebnissen ist. Das bedeutet, alles, was irgendwie einen Geschmack hat in irgendeiner Form, schmeckt natürlich 100-mal intensiver. Und deswegen könnt ihr euch vorstellen, dass viele Dinge dann plötzlich kaum noch zu ertragen sind im Mund oder kaum noch runtergeschluckt werden können. Und dass dann die Menschen dazu tendieren, eher so geschmacksneutrale Sachen zu essen. Also ich kenne das zum Beispiel von Menschen mit Autismus, dass die dann so sagen, boah, das ist hier so scharf. Und alle drumherum sagen, ja, lass mal probieren. Das ist total fad. Also das schmeckt überhaupt nicht scharf. Und hier gilt es halt ein bisschen drauf zu gucken. Und bei unterempfindlichen Menschen ist natürlich wieder genau andersrum, denn die beschweren sich natürlich erstmal nicht, denn sie nehmen ja ganz viele Dinge einfach nicht wahr. Und hier ist es nun wichtig, dass wir einmal gucken, was hier so die Besonderheiten sind. Und das sind in erster Linie folgende Situationen, nämlich, dass wir unterempfindliche Menschen im gustatorischen Bereich oft dadurch wahrnehmen oder dabei beobachten, dass sie Essen besonders extrem würzen, also so im Sinne von ganz viel Salz nehmen oder dieses gruselige Maggi-Geschmacksverstärker-Konzentrat, das denn irgendwie literweise über irgendwelche Gerichte geschüttet wird. Da wird mir ganz anders bei dem Gedanken. Das ist so ein klares Indiz dafür und auch die Schärfe ist dann natürlich sehr gern genommen. Das sind dann die Menschen, die auch so eine Tendenz haben, gerne so Chili zu essen und sowas, ne? Und da auch relativ viel von. Wir haben ja im Chili den Stoff Capsaicin.
Ding. Und der hat für Menschen, die in der Wahrnehmung unterempfindlich sind, eine ganz positive Eigenschaft, denn der ist relativ schnell spürbar, wenn man ihn überdosiert, und das auch für Menschen, die sonst Probleme haben, solche Wahrnehmung zu machen oder zu verarbeiten. Und dementsprechend ist gerade so alles aus dem Bereich Chili und auch Salz da besonders gerne genommen. Und Chili hat natürlich die Besonderheit, dass gerade Schärfe ab einem bestimmten Grad, also ab einer bestimmten Intensität, ja auch Schmerzreize auslöst. Das heißt, jeder, der schon mal aus Versehen viel zu scharf gegessen hat oder bei einer Mutprobe oder so irgendwie mal was abgebissen hat, von dem er gar nicht wusste, dass er scharf ist, der weiß, dass das im ganzen Körper ziemliche Schmerzen hervorrufen kann. Also erstmal in der Speiseröhre, und dann kann es auch schnell zu einer Irritation der Magenschleimhaut kommen, und dann spätestens im Darm erinnert sich bestimmt jeder, dass es da auch Auswirkungen hat. Man sagt ja so schön, scharfe Gerichte, wenn die besonders scharf sind, dann brennen die zweimal. Und das kann ich zumindest aus meiner Erfahrung bestätigen, dass das auch so ist. Ja, also die Suche nach der Wahrnehmungsgrenze. Ne? Also Menschen, die unterempfindlich sind, dosieren ganz starke Geschmäcker sich zurecht, damit sie Wahrnehmungsverarbeitung betreiben können. Und die ist ja, habe ich jetzt schon tausendmal gesagt, wichtig fürs Gehirn, also für die Verknüpfung und die Vernetzung zum Beispiel der Synapsen. Dadurch ist die Wahrnehmungsverarbeitung halt auch ein sehr wichtiger Faktor für uns so in unserer Weiterentwicklung. Und deswegen haben wir einen inneren Drang, immer so viel Wahrnehmungsverarbeitung zu betreiben, wie nur irgendwie möglich. Und wenn wir wenig wahrnehmen, dann fühlen wir uns ohnmächtig und versuchen, durch die Selbstwirksamkeit in eine Aktivität zu gehen, die dazu führt, dass wir wieder ein Wahrnehmungserlebnis haben. Und das tun Menschen, die gustatorisch unterempfindlich sind, halt durch extremes Überwürzen ihrer Speisen. So, und wie können wir jetzt diese Menschen unterstützen? Das ist natürlich auch eine ganz wichtige Frage, über die wir uns mal unterhalten müssen. Und wir fangen wieder an mit den überempfindlichen Menschen. Bei denen ist es so, dass wir einfach darauf achten müssen, dass wir die Lebensmittel nicht so stark würzen. So im familiären Kontext könnte man ja ganz einfach die Gewürze weglassen, und die Menschen, die keine Überempfindlichkeit haben, die würzen dann am Tisch nach. Das wäre schon mal eine ganz gute Geschichte. Unterm Strich sollte man dann aber tatsächlich auch die Gerichte so kochen, wie, weiß ich nicht, im Krankenhaus oder so. Also so richtig auf Schonkostebene und auch nicht hier mal ein Prieschen und da mal ein Prieschen, sondern wirklich die Gewürze ganz weglassen. Und das werden dann die betroffenen Menschen auf jeden Fall sehr dankbar entgegennehmen, und alle drumherum können ja nachwürzen. Das ist überhaupt kein Problem. So, und wie ist es andersrum bei den unterempfindlichen Menschen? Ja, da haben wir natürlich wieder das, worüber ich so oft rede, das altbekannte Gefahrenpotenzial. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel ganz viel Chili esse, weil ich da eine gute Wahrnehmungsverarbeitung komme, dann kann es natürlich passieren, dass ich das übertreibe und dann mir dieses Capsaicin oder was da noch so für Stoffe drin sind, den kompletten Magen-Darm-Trakt irgendwie zerfrisst. Und dann sind wir natürlich an einem Punkt, wo wir sagen, jetzt wird es gefährlich. So, und hier gibt es so die verschiedensten Möglichkeiten. Für Salz geht das Gleiche. Unmengen Salz ist ja, das hat schon seinen Grund, warum Menschen, die durchschnittlich wahrnehmen, das gar nicht ertragen, zu viel Salz zu essen. Denn Salz ist natürlich auch hochgradig ungesund. Und gerade wenn ich das so löffelweise esse, dann hat das natürlich auch schon schnell mal negative Folgen für meine Gesundheit. Ja, und was machen wir jetzt? Wir suchen einfach einen intensiven Stoff, der gut wahrnehmbar ist, aber kein Gefahrenrisiko birgt. So, und da gibt es natürlich intensive Geschmacksverstärker, die man auch so in der Industrie schon gut bestellen kann. Und da wäre es denn gut, einfach bestimmte Geschmäcker sich rauszusuchen. Im Zweifelsfall sind die dann halt auch mal künstlich produziert, um halt an diese Wahrnehmungsgrenze zu kommen. Und das wird dann für sehr viel Ruhe sorgen. Und vor allen Dingen, wenn wir da so Kinder und Jugendliche mit versorgen, also da unterstützen, dann kommen die nicht so stark auf die Idee, selber rumzuexperimentieren, was sie natürlich trotzdem tun. Aber dann ist es vielleicht so, dass die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, schon so befriedigend sind, dass vielleicht das deutlich zurückgeschraubt wird. Also unterm Strich
Strich, wenn autistische Menschen besonders stark würzen oder sich über ganz ungewürztes Essen wegen der Würze beschweren, dann bitte immer im Hinterkopf behalten, dass das hier auf jeden Fall wieder eine Wahrnehmungsverarbeitungsbesonderheit sein kann und dementsprechend nicht gleich wieder mit dem eigenen Gehirn hindenken und sagen, das wäre mir zu scharf oder nicht, sondern da ein bisschen Verständnis zeigen. Und mit dem Gedanken lasse ich euch jetzt allein. So, und das war's jetzt für heute und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Das hat mich sehr gefreut und besucht mich gerne auch in sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook oder auf Instagram oder abonniert einfach meinen YouTube-Kanal, wo ich euch auch einmal wöchentlich ein Video zum Thema Autismus-Spektrum-Störung präsentiere und lasst dort gerne ein Abo da, genau wie hier natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.